Ab Sonntagabend zieht Orkantief Sabine über Deutschland. Es werden schwere Sturmböen erwartet. Die Feuerwehren im Land geben daher folgende Verhaltensratschläge. Halten Sie sich nicht unnötigerweise im Freien auf und meiden Sie unbedingt den Wald- und Parkanlagen. Sichern Sie frühzeitig Teile, die im Freien durch die Gegend fliegen könnten. Versuchen Sie auf keinen Fall, während des Sturms umherfliegende Teile aufzuhalten oder zu sichern. Wählen Sie bei einem Notfall die 112, beachten Sie, dass es gegebenenfalls bei einem erhöhten Einsatzaufkommen zu längeren Wartezeiten kommen kann. Das Kultusministerium Baden-Württemberg gab außerdem bekannt, dass Eltern entscheiden könnten, ob der Schulweg für ihre Kinder am Montag, den 10. Februar 2020, zumutbar sei. Falls der Weg aufgrund der Wetterlage nicht zumutbar sei, können die Eltern ihr Kind vom Unterricht befreien lassen. Die Schule sei in diesem Fall zu informieren.